Ja, man glaubt es kaum, aber all diese Gegenstände, die ihr hier auf dem Tisch seht, die werden in der heutigen Sendung eine Rolle spielen. Welche genau, das wird sich noch zeigen. Na, da haben wir ja ein ganz schön buntes Programm vor uns. Sehr schön. Hallo, ich bin Chrissy. Hallo, ich bin Kevin. Herzlich willkommen. Vielleicht sollten wir uns am Anfang auf das Wichtigste konzentrieren, das Essen. Genau. Ein Team unserer Redaktion hat sich nämlich mit dem Thema beschäftigt, wie viel Emissionen oder wie viel Schadstoffe eigentlich unsere Ernährung am Klimawandel mitwirkt. Darin wurden Passanten und Passantinnen befragt, was sie persönlich gegen den Klimawandel unternehmen. Das Stichwort Ernährung wurde dabei allerdings kein einziges Mal erwähnt. Der Klimawandel ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Gerade die Wahl unserer Lebensmittel hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie unser persönlicher CO2-Fußabdruck ausfällt. Ob ein Bewusstsein darüber in der Bevölkerung besteht, haben wir bei einer Umfrage versucht herauszufinden. Ja, zum Beispiel jetzt mit der Straßenbahn fahren und nicht jeden Weg mit dem Auto. Ich schätze mal, wenn wir überall ein bisschen weniger verbrauchen würden an Plaste, an Papier, dann würden wir wahrscheinlich den Klimawandel auch positiv mit beeinflussen können. Bei Sachen, bei denen ich einkaufe, einfach nicht so viel kaufe oder überlege, brauche ich das wirklich? Lara ist 23 Jahre alt und studiert Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Nachhaltig zu leben ist ihr sehr wichtig, deshalb lebt sie seit 3 Jahren vegan. Die Ernährung hat einen super großen Einfluss auf die Umwelt. Zum Beispiel 1 Kilo Fleisch verbraucht 15.500 Liter Wasser. Das ist, als würde man jeden Tag 1 Jahr lang duschen. Vegane Ernährung bedeutet, dass man keine tierischen Produkte wie Fleisch, Milch oder Eier zu sich nimmt. Auf der Webseite klimataria.de kann man nachschauen, wie viel CO2-Emissionen verschiedene Gerichte verursachen. Hier ist einmal auf der linken Seite das vegane Gericht, was ich gerade koche. Da ist auch schon der Reis mit drin, Kokosmilch, das ganze Gemüse. Und die CO2-Emission in Kilogramm beträgt 0,56. Und dann im Vergleich 100 Gramm Rindfleisch ohne Beilage, ohne alles. Und meistens macht man dazu ja noch Reis und was auch immer, Soße. Hat schon allein eine Emission von 1,23 Kilogramm CO2. Pro Jahr erzeugt ein Mensch im Durchschnitt 2000 Kilogramm CO2-Emissionen durch die Ernährung. Der Verzicht auf tierische Lebensmittel verringert diesen Wert um mehr als 50%. Um an Informationen wie diese zu gelangen, schaut Lara Dokumentarfilme, beliest sich im Internet oder durch Bücher wie Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Ich würde sagen, vegetarisch reicht eigentlich nicht aus, weil die Tiere trotzdem noch gehalten werden, mit ihnen trotzdem noch wahnsinnig schlecht umgegangen wird und sie trotzdem ja noch diese ganze Fläche einnehmen und Futtermittel verbrauchen und auch Wiederkäuer dabei sind, die super viel Methan erzeugen. Es ist ja nicht nur das Fleisch, es sind ja auch die ganzen Milchprodukte, die produziert werden. Und diese Tiere werden ja auch, die werden zwar nicht geschlachtet oder erst später geschlachtet, aber sie leben trotzdem sehr lange unter unmenschlichen Bedingungen. Zum Beispiel den Milchkühen werden immer wieder ihre Babys weggenommen und die erleiden immer wieder so einen Kindesverlust und die fühlen das auch. Laras Engagement geht jedoch über den Tellerrand hinaus. Sie versucht regelmäßig Veranstaltungen und Demonstrationen mit dem Thema Nachhaltigkeit zu besuchen, um sich für ihre Überzeugungen einzusetzen. Ja, den Stock und den Stein kennt ihr ja schon vom Anfang der Sendung. Dass wir die beiden Sachen so einsetzen, hättet ihr aber wahrscheinlich nicht gedacht, oder? Ja, wer braucht denn eigentlich schon ein Fitnessstudio, wenn man auch mit Gegenständen aus der Natur ausgiebig ins Schwitzen kommen kann? Genau das hat sich auch unser Reporter Max gedacht und hat einmal mit der Gruppe Naturimpuls einmal mitgemacht. Um die guten Vorsätze für das neue Jahr in die Tat umzusetzen, mache ich mich jetzt auf den Weg in den Stadtpark. Allerdings nicht, um einen Spaziergang zu machen, sondern ich mache heute beim Gruppentraining von Naturimpuls mit. Eigentlich bin ich ja nicht so der sportliche Typ, aber das soll sich heute ändern. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich erwartet. Im Stadtpark angekommen treffe ich auf Johanna, einer der Trainerinnen bei Naturimpuls. Sie führt das Gruppentraining durch und erklärt, was uns heute erwartet. Wir haben hier 9 Stationen und da machen wir quasi eine Art Zirkeltraining, trainieren immer 30 Sekunden mit 15 Sekunden Pause, sind 4-mal an jeder Station und dann rotieren wir so, dass jede Station einmal durchlaufen wird. Wir trainieren bei Wind und Wetter, zur Not gehen wir mal unter eine Brücke, wenn es irgendwie zu doll regnet, aber sonst sind wir immer draußen. Man muss sich halt nur richtig anziehen. Während Johanna uns eine Einleitung zu den verschiedenen Stationen gibt, male ich mir schon mal aus, was ich wohl gleich für eine Figur abgeben werde. Bevor es aber richtig losgeht, laufen wir uns erstmal eine Runde warm.
Auch Simon Schröder ist heute dabei, der als Personal Trainer und Inhaber von Naturimpuls seit mehr als 3 Jahren das Outdoor-Fitness-Training anbietet. Wir holen die Leute raus aus den Fitnessstudios oder aus den stickigen Büroräumen oder von der gemütlichen Couch in die Natur und überwinden den Schweinehund und bieten ein intensives Gruppentraining an. Bevor wir mit der ersten Übung beginnen, wärmen wir unsere Muskeln beim Warm-up nochmal auf. Warm bin ich jetzt auf jeden Fall. Ist ja doch ein bisschen nasskalt heute Morgen. Aber mal schauen, was jetzt kommt, weil eigentlich geht es jetzt erst los. 3, 2, 1, 2, 3. Mit meinem heutigen Trainingspartner starte ich nun mit dem Zirkeltraining durch. Viele behaupten auch, wenn sie immer mal wieder drin trainieren und dann wieder draußen, dass sie einfach draußen das Gefühl haben, deutlich leistungsfähiger zu sein. Also durch die frische Luft hat man einfach das Gefühl, besser durchatmen zu können. Nach 4 Durchgängen geht es direkt zur nächsten Station. Das Besondere am Outdoor-Training ist, dass neben Trainingsgeräten wie dem Sling-Trainer auch mit natürlichen Gegenständen wie Steinen oder Ästen gearbeitet wird. Das macht einen fertig. An 365 Tagen im Jahr kann man sich bei 4 verschiedenen Gruppentrainings ans Limit bringen. Ich komme derweil schon an meine Grenze. Genau. Das sieht so easy aus. Das geht bei mir gerade voll auf den Kreislauf. Gerade diese kurzen Wiederholungen hauen ganz schön rein. Schon genug gehabt. Die natürlichen Reize spielen auch eine große Rolle. Ne? Bei unserem Training befindet man sich tatsächlich mit den Händen im Rasen. Dadurch entstehen ganz kleine Mikrorisse in der Haut. Die spürt man gar nicht, aber das Immunsystem merkt das eben. Und dadurch wird das Immunsystem gestärkt und gefördert. Und auch das führt dann dazu, dass man schlussendlich einfach seltener krank ist. Die Trainings von Naturimpuls finden an verschiedenen Orten in Magdeburg statt. Der Stadtpark, das Schleinufer und der Klosterbergegarten sind nur einige der vielen Treffpunkte. Alle natürlich an der frischen Luft. Wer interessiert ist, kann Naturimpuls 14 Tage lang kostenlos testen. Es gibt verschiedene Angebote, die je nach Bedarf abgestimmt werden können. Bei uns ist es eben so, dass das Training einfach auch noch die Ausdauer zusätzlich fördert. Das hat man ja bei Max ganz gut gesehen, dass er ganz schön außer Puste war. Nachdem wir auch die restlichen Stationen durchlaufen haben, ist das Zirkeltraining vorbei. Zum Abschluss erfolgt ein Cooldown, bevor traditionell abgeklatscht wird. Obwohl ich doch ganz schön fertig bin, hoffe ich, dass ich mich nicht allzu schlecht angestellt habe. Ja, also dafür, dass er das erste Mal hier war, großartig. Wenn ich mich nicht an mein erstes Training erinnere, habe ich so nach der Hälfte wirklich schlapp gemacht und hatte einen Kreislaufzusammenbruch. Also insofern top. So, das Training ist geschafft. Ich bin auch ein bisschen geschafft, ehrlich gesagt. Aber es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Schön. Ja, also du hast dich echt gut geschlagen. Also für, wenn du jetzt sagst, du hast eine Weile nicht trainiert. Klar kann zu uns jeder kommen, von jedem Leistungsstand. Und dann kann man dann sagen, okay, nach 3, 4 Wochen, du hast dich auch voll mit den anderen Trainingspartnern unterhalten, dann merkt man halt echt schon einen Unterschied. Ich kann es auf jeden Fall allen empfehlen, die Lust haben, mal draußen Sport zu machen, unabhängig vom Joggen. Einfach mal in der Gruppe trainieren, einfach mal ausprobieren. Vielleicht sieht man mich auf jeden Fall öfter mal im Stadtpark. Ja Mensch, also Respekt an Max an dieser Stelle. Also das sah ja schon etwas intensiver aus als das, was wir hier gerade fabriziert haben, oder? Ja, finde ich auch. Und während wir mit dem Stock hier im Studio auch nur Quatsch gemacht haben, ist für manche Menschen ein anderer Stock so wichtig, dass sie ihn brauchen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Genau, die Rede ist hier nämlich vom Blindenstock. Olaf, der hat eine Sehbehinderung, engagiert sich aber dennoch in verschiedenen sozialen wie auch politischen Bereichen. Wie das Ganze explizit abläuft, das seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Der Alltag mit einem Handicap gestaltet sich manchmal als echtes Abenteuer. Katrin Gensicke und Olaf Schmiedek können von zahlreichen Erlebnissen dieser Art berichten. Insbesondere Olaf gewährt uns heute einen Einblick. Von Geburt an ist Olaf sehbeeinträchtigt und kann mit seinem 1%igen Restsehvermögen nur noch Bruchteile seiner Umgebung wahrnehmen. Einschränken lässt er sich davon jedoch nicht, sondern setzt sich aktiv für die Belange seiner Zielgruppe, unter anderem als stellvertretender Landesvorsitzender der AG selbst aktiv, in politischen Gremien der SPD ein. Erschwerende Situationen wie Gegenstände auf dem Blindenleitsystem oder fehlende Beschriftung an der Toilette macht er dabei öffentlich publik. Einige Assistenzen dienen aber auch Sehenden, wie Katrin erläutert. Was ja eigentlich ganz toll ist, sind diese Fußabdrücke, das sind auch Piktogramme, um zu zeigen, hier ist der Eingang, sage ich mal, für den Wappenbereich, weil es gibt auch Menschen, die, sage ich mal, der deutschen Sprache oder überhaupt der Sprache nicht in dem Sinn
mächtig sind, dass sie nicht lesen können. Und das sind solche Programme immer sehr gut. Für Olaf bleibt der Hauptbahnhof trotz der vorhandenen Hilfen immer eine Herausforderung. Landeshauptstadt ist für unser eins sehr abenteuerlich. Das beginnt mit dem Aussteigen aus dem Zug, dass die Leute auf dem Leitsystem stehen, mit Koffern, mit Fahrrädern. Da fängt das Drama schon an. Und das setzt sich fort bis zum Ausgang des Bahnhofes, weil auf dem blinden Leitsystem immer irgendwas herumsteht. Menschen, Koffer, Fahrräder etc. pp. Bis zum Ausgang, dass die Menschen sogar auf dem Fußboden sitzen. Ja, und das ist für uns dann schwierig zu hindern. Und ganz schlimm ist es, wenn der erste FC Magdeburg Fußball spielt, Heimspiel hat und hier die Fußballfans sich tummeln, denn es ist schon, kann man sagen, fast lebensgefährlich. Katrin und Olaf sind mittlerweile ein eingespieltes Team, unternehmen die Anreise zu Terminen oft gemeinsam. Systeme wie diese erleichtern den Weg erheblich. Die Zeit 10 Uhr. Linie 10 nach Barlingsee 6 Minuten. Das mit den Straßenbahnhaltestellen ist folgendermaßen. Weil unsere Leute nutzen das eben auch, um zum Beispiel zu Terminen zur Geschäftsstelle vom Wind- und Seebändnerverband zu kommen. Oder zum Ministerium in der Turnsteinischen Straße. Da gibt es verschiedene Systeme. Wir haben jetzt hier eins kennengelernt, indem man das bedient, drückt drauf und dann gibt es eine Ansage. Um noch mehr über die Möglichkeiten für Blinde und Seheingeschränkte zu erfahren, haben wir uns mit Bernd Peters getroffen. Blickpunkt-Auge-Beratungsstellen sind etwa alle gleich ausgestattet mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel solch einem Bildschirmlesegerät, wo man dann auch stufenlos vergrößern mit kann. Dann haben wir auch verschiedene Blindenstöcke da oder auch verschiedene andere Hilfsmittel wie Lampen, Taschenlampen, Telefon mit großen Tasten und verschiedenste andere Dinge. Und die Beratung der Menschen gestaltet sich dann so, dass wenn die Menschen zu uns kommen, horchen wir erstmal genau, was ist denn das Problem derjenigen. Oder wir helfen auch beim Ausfüllen von Anträgen für Schwerbehindertenausweis. Wie man die Umgebung ein wenig freundlicher für Seheingeschränkte machen kann, erklärt uns Bernd an diesem Beispiel. Gibt es dann zum Beispiel solche Ideen, wie zum Beispiel, wie wir es hier mal dargestellt haben, weißer Lichtschalter auf weißer Wand ist schwer zu erkennen. Dann einfach mit ein bisschen Krepppapier in irgendeiner Farbe, hier haben wir in dem Fall mal rot gewählt, um den Schalter legen und schon kann ich den Schalter viel schneller von Weitem sehen und dann auch entsprechend bedienen. Katrin Gensicke und Olaf Schmiedig sind derweil an ihrem heutigen Ziel angelangt. Also wir sind jetzt hier auf dem Weg zu einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft selbst aktiv, Menschen mit Behinderung in der SPD. Hier werden viele Veronkali-Veranstaltungen durchgeführt, auch im Hintergrund das Roncalli-Haus, das gehört dem Bistum Magdeburg. Und diesen Weg nutze ich auch zum Sozialgericht, weil ich da als ehrenamtlicher Richter unterwegs bin. Auch in Zukunft werden sich die beiden für ein barrierefreies Magdeburg einsetzen. Nun haben wir ja schon einiges dazugelernt und viele Eindrücke bekommen. Trotzdem haben wir noch ein paar Fragen zu dem Thema offen. Genau. Und um diese zu beantworten, ist heute Katrin Gensicke, stellvertretende Bundesvorsitzende der AG selbst aktiv für die Belange behinderter Menschen in der SPD hier bei uns im Studio. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, Katrin, die erste Frage. Warum ist es dir denn eigentlich so wichtig, dich für die Belange von behinderten Menschen einzusetzen? Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, einfach dabei zu sein, Dinge zu unterstützen, weil die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung die Zielgruppe ist, die am häufigsten diskriminiert wird und von ihrer gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen bleibt im Bereich Bildung, Arbeit, Beruf, Freizeit und auch bei der Suche zum Beispiel in einer selbstbestimmten Wohnform. Und der zweite Punkt ist, ich gehöre zu denjenigen hier in Sachsen-Anhalt, 181.000 schätzungsweise, die eine anerkannte Schwerbehinderung haben. Und deswegen ist das für mich unter dem Motto, nichts ohne uns, über uns, einfach eine Sache. Da will ich dabei sein, aktiv unterstützen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir haben ja im Beitrag gesehen, dass viele Menschen dieses Blindenleitsystem, also die Riffel auf dem Bahnhofsboden, gar nicht kennen. Was glaubst du, woran das liegt und wie kann man das ändern?
Also ich denke ganz einfach, dass es damit zusammenhängt, dass viele in Unkenntnis darüber sind, was es für Hilfsmittel und Unterstützungspotenziale gibt für Menschen mit Behinderung, wie dieses Blindenleitsystem. Ich würde es gut finden zum Beispiel, dass auch gerade am Hauptbahnhof nicht so viele missverständlich dieses System benutzen oder darauf laufen. Man vielleicht Piktogramme erstellen würde mit dem Hinblick, hier ist ein Blindenleitsystem, es wäre nett, dieses bitte freizuhalten. Ja, du sprichst ja jetzt auch die Unwissenheit an. Was, wenn wir jetzt zum Beispiel uns beide nehmen, was könnten wir jetzt zum Beispiel tun, um uns für die Belange von behinderten Menschen beispielsweise einzusetzen? Das ist ja auch gar nicht so bekannt in der Gesellschaft vielleicht, diese Möglichkeiten, die es da gibt. Ich sage immer ganz einfach, das große Thema Inklusion leben. Man hört viel, man liest darüber viel, aber wichtig erscheint, dass das kein Zustand ist, sondern dass man Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung, tagtäglich mit Leben füllen kann, indem man unterstützt und hilft und einfach das akzeptiert, die Menschen so, wie sie sind und mitnimmt in der Gesellschaft, gleichberechtigt teilhaben zu können. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Und gerade in unserer Gesellschaft wird das Wort behindert ja tatsächlich noch ziemlich häufig als Schimpfwort benutzt. Wie findest du das? Ja, Schimpfwort hin oder her. Also ich erlebe das sehr häufig so im, sag ich mal, jugendlichen Bereich, so an den Schulen, dass sehr häufig gesagt wird, ey, du bist ja behindert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das nehme ich der Jugend jetzt nicht in jedem Fall übel, weil ich denke, dass sie damit nicht die Verbindung ziehen, zu sagen, dass Menschen mit Behinderung sage ich mal, in dem zwar anders sind, aber dass sie damit nicht beschimpft werden, dass sie aufgrund ihrer Behinderung Dinge anders gestalten müssen. Weil eigentlich ist die Umwelt dran schuld, dass sie nicht so teilhaben können, wie sie wollen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke und für die Information und alles Gute für die Zukunft. Ja, danke, herzlichen Dank. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar haben Menschen, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgehen, ja oft das Bedürfnis, diese Interessen dann auch mit anderen zu teilen. Genau, und so ist es auch bei Michele. Er studiert Fachkommunikation an der Hochschule Magdeburg-Stendal und kocht leidenschaftlich gerne. Jetzt hat er sich überlegt, dass er Kochkurse bei sich zu Hause macht, also italienische Kochkurse bei sich zu Hause macht. Und was es dort genau gibt, das haben wir einmal für euch mit der Kamera festgehalten. Ich bin der Michele La Monica, bin ich Italiener, 21 Jahre alt und wohne in Magdeburg seit 2,5 Jahren. Ich bin nach Magdeburg umgezogen, um hier zu studieren und studiere internationale Fachkommunikation übersetzen an der Hochschule. Heute sind Lara und Rosalie zu Gast. Sie haben einen Kochkurs bei Pizza Pasta Amore gebucht. Michele zeigt ihnen, wie man typische italienische Pasta-Gerichte selbst kocht. Er erklärt uns, was heute genau zubereitet wird. Ein Trittico, das heißt so wie ein Triss, so drei Sachen. Ein Trittico di Pasta, also drei verschiedene Sorten Pasta. Und genau, einmal mit Tomatensauce, einfach aber sehr lecker. Einmal mit Thunfisch, Kapern und Zwiebel und Oliven. Und einmal Tagliatelle mit Pilzen. Also ich möchte diese italienische Atmosphäre und alles, was durch das Essen zu den Leuten so gebracht wird, auch so in meiner Weise vermitteln. Wenn man immer diese Motivation und wenn man wirklich will, dass das Essen gut schmeckt, dann muss man ein bisschen Liebe auch reintun, um das so, dass es so lecker wird. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Handgriffe. Wie das Kochen der Nudeln. Nach dem Kochen ist natürlich Zeit, die Kreation zu probieren. Heute ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei. Doch wie ist Michele eigentlich auf die Idee gekommen, Kochkurse bei sich zu Hause anzubieten? Ich habe immer in meiner Freizeit oder mit meinen Mitbewohnern, mit Freunden gekocht. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich hatte gute Feedbacks bekommen von den anderen. Und dann habe ich mir gedacht, warum versuche ich nicht dieses Hobby, was auch mit der Zeit so eine Leidenschaft geworden ist, anderen Menschen anbieten. Und wie fanden eigentlich die Gäste den Kochabend mit Michele? Entspannt, schön, ein bisschen italienisches Flair, nach Magdeburg geholt und ja, jetzt weiß ich auch, wie man eine Thunfischsoße macht und dass man Thunfisch auch als Soße verwenden kann, ja,
Und ich habe gelernt, Pilze zu schälen und dass sie dann aussehen wie Mozzarella. Doch würden die beiden die Rezepte auch selbst nachkochen? Die Thunfischsoße ja, auf jeden Fall. Das andere war, ja, also mit dem Arrabbiata fand ich ein bisschen, also war mir zu scharf. Also wird das eher wegfallen. Und die Pilze habe ich auch schon so ähnlich gemacht, ja. Ich werde das Grundgerüst von der Tomatensoße versuchen nachzumachen, weil ich schon lange mal nach einem richtig italienischen Tomatenrezept gesucht habe. Und jetzt hier mit dem echten Italiener vor Ort, hat man das dann gleich. Zum Abschluss des Abends hat Michele eine kleine Überraschung parat. Zum Dessert hat er noch selbstgemachtes Tiramisu vorbereitet. Und damit geht der Abend zu Ende. Okay, wer möchte Wein? An Angeboten, um etwas Neues zu lernen, mangelt es in Magdeburg auf jeden Fall nicht. Ein Beispiel dafür ist die Tanzgruppe Break Grenzen. Was machst du da? Den Roboter. Also der ist damit tatsächlich nicht gemeint. Oh. Bei den Leuten von Break Grenzen geht es vielmehr darum, sich auf Gemeinsamkeiten statt auf Unterschiede zu fokussieren. Und es geht natürlich um Breakdancen. Denn hier tanzen Menschen außerdem auch noch mit verschiedenen Nationalitäten gemeinsam zusammen. Seit einigen Jahren gibt es in der Villa Wertvoll in der Neuen Neustadt in Magdeburg das Projekt Break Grenzen. Hierbei handelt es sich um eine Breakdance-Nachwuchsgruppe, die ursprünglich für Flüchtlinge gedacht war, jetzt aber allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zum Tanzen bietet. Ich bin Valerie. Ich habe Magdeburg Sozialwissenschaften studiert, tanze seit fast 6 Jahren das Breakdance. Und wir haben vor 5 Jahren? 2014. Ja, wir haben 2014 haben wir angefangen, in der Grosonstraße, in der damaligen Sammelunterkunft in Buckau, Kinder abzuräumen zum Breakdance-Kurs. Das lief damals über die Integrationshilfe. Und daraus ist dann das Projekt Break Grenzen entstanden. Ja, also mein Name ist Alexander Wasilenko. Ich bin 27 Jahre alt, habe Sozialwissenschaften und Soziale Arbeit studiert und habe in den letzten 18 Jahren, bevor ich angefangen habe zu studieren, eigentlich nur Kunst machen wollen. Und habe das irgendwie geschafft, zu meiner Profession zu machen, also zu einer Art Kulturpädagoge, Kunstpädagoge. Habe angefangen mit Hip-Hop zu arbeiten und habe darüber dann irgendwann das Projekt Breakgrenzen mit aufgebaut. Die aus Serbien stammenden Jungs Dominik und Nesha sind seit Beginn des Projektes dabei. Für sie sind Alex und Valerie zu guten Freunden und Breakgrenzen zu einem wichtigen Bestandteil ihres Lebens geworden. Zuerst kamen wir Alex und sein anderen Freund Denise. Und die kamen da, wo wir mal früher gewohnt haben, in der Grusenstraße. Und da haben die halt getanzt und Salzos gemacht und so. Wir haben es halt beobachtet. Und da sind wir einfach hingegangen, so. Wir waren halt klein, so 6, 7. Und haben gefragt, können wir mitmachen, können wir halt mittanzen und so. Und sie haben gesagt, ja klar und so. Dann haben wir halt Termine ausgemacht, waren wir zum Training gehen und so. Da haben die uns immer abgeholt, sind wir aber mitgegangen. Die Breakdance-Gruppe besteht zurzeit aus über 10 Kindern, die sich zu einer Crew zusammengeschlossen haben und regelmäßig an sogenannten Battles teilnehmen. Da gibt es halt bestimmte Punkte, die man einhalten muss. Erstens halt Gewaltfreiheit. So, es wird halt nicht geschlagen, es wird halt auf dieser symbolischen Ebene miteinander interagiert und sich ausgedrückt. Dann halt Respekt, dass man sich halt danach abklatscht, ne? Dass man sich auch sagt, was man gelernt hat, was man voneinander gelernt hat, was man vielleicht schlecht gemacht hat oder was der andere verbessern kann. Genau, und dann ist halt dieser Rahmen auch, also ist halt auch ein Ritus. Also es kommt darauf an, dass es halt ein Dialog ist. Du gehst rein, du tanzt und es wird dein Gegenüber respektiert die ganze Zeit, dass du gerade dran bist. Also es wird nicht unterbrochen. Boah, beim ersten Battle, da wollten die erstmal nicht mitmachen. Aber dann hat Alex gesagt, komm schon, traut euch und so, und dann haben wir's. Doch wie schwierig ist es eigentlich, die Schritte und Choreos zu lernen? Jana hat das für uns einmal ausprobiert. Es gibt halt Bewegungen, die brauchen einfach längere Zeit, weil die eine gewisse Kraft erfordern und vor allen Dingen halt auch eine gewisse Technik. Es gibt aber auch Bewegungen, die kann man ganz schnell lernen. Ja, ganz langsam. Und kleben an die Brust. Und jetzt? Okay, alles gut.
Das Projekt Break Grenzen ist für Kinder und Jugendliche eine gute Möglichkeit, sich in künstlerischer Art und Weise zu integrieren und respektvollen Umgang untereinander zu erlernen. Wer sich nun auch für Breakdance in einer freundschaftlichen Atmosphäre interessiert, kann sich auf der Website der Villa Wertvoll gerne über dieses Projekt informieren. Und Kevin, hat dich der Freitag eben zu neuen Tanzmoves motiviert? Motiviert, ja. Ob ich das Ganze dann so umsetzen kann, wie gerade gesehen, eher schwierig, glaube ich. Aber man hat es ja auch gesehen, auch bei den Profis sieht es ja letztendlich oftmals leichter aus, als es letztendlich ist. Ja, das stimmt. Aber es ist ja bekanntlich nie zu spät, etwas Neues zu lernen. Und heute sitzen wir sozusagen an der Quelle. Mhm. Hallo Valerie, schön, dass du da bist, um mit uns über euer Projekt zu sprechen. Hallo, danke. Aber fangen wir mal am Anfang an. Wie ist denn eigentlich deine Leidenschaft zum Breakdance entstanden? Die ist relativ spät entstanden. Ich habe erst mit 20 Jahren angefangen, also vor 6 Jahren. Und da habe ich damals bei Once a Month, das machen wir immer noch, das ist eine Veranstaltungsreihe in Magdeburg, das ist sozusagen ein Breakdance-Battle, ein lokales. Da habe ich bei einem Workshop mitgemacht und fand das so toll, dass ich dabei geblieben bin und jetzt mittlerweile auch die Veranstaltung mit organisiere und ja, cool, dabei geblieben bin. Ja, und zum Projekt Break Grenzen an sich, wie läuft das ab? Was muss ich mitbringen, um bei euch mitzumachen, und wünscht ihr euch auch mehr Mitglieder oder ist das so eine Gruppe, die so bleiben soll, wie sie jetzt ist quasi? Wir sind immer offen für neue Mitglieder. Es ist allerdings so, dass wir schon eine relativ große Anzahl an Kindern gerade betreuen. Und wir machen das auch alles rein ehrenamtlich, daher sind natürlich unsere Kapazitäten relativ begrenzt. Aber wenn jemand bei uns mitmachen möchte, wir haben offene Trainingszeiten. Einfach beweisen, dass man das wirklich möchte, mitkommen, mitmachen und ja. Wann sind denn die offenen Trainingszeiten? Wir haben verschiedene Trainingszeiten, am besten kontaktieren, das ist immer sehr spontan meistens von den Uhrzeiten her. Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass ihr das alles ehrenamtlich macht. Wie finanziert ihr denn dann zum Beispiel die Kosten, um auf Battles zu fahren oder die Räumlichkeiten? Ja, also ursprünglich war es ja mal ein Aktion-Mensch-Projekt und seit 4 Jahren organisieren wir das alles selbstständig. Mittlerweile ist es halt so, dass die in der Tänzerszene in Deutschland so einen Bekanntheitsgrad haben, dass wir auch häufig eingeladen werden. Also gerade jetzt die Kinder, die man im Beitrag gesehen hat, die werden häufig einfach auch eingeladen und dann bekommen wir natürlich Fahrtkosten, Übernachtung, Verpflegung, also das Grobe, und ja, dann gibt es auch ab und zu immer mal Auftritte, die dann noch ein bisschen Möglichkeiten bringen. Ja, du sprichst es gerade an Auftritte. Gibt es auch Events, auf die ihr speziell hingearbeitet habt oder andere Ziele, die ihr hattet, wo jetzt quasi das Training auch hinführt letztendlich? Oder? Ja, also wir waren vorletztes Jahr waren wir beim Battle of the Year in Hannover und Braunschweig. Da haben wir ziemlich lange darauf hingearbeitet. Also da hatten die Jüngeren von Break Grenzen in der Kinderkategorie mitgemacht. Also bis 14 war das. Und kam dann aber zufällig, weil sie in dem Show-Ranking, also das ist so, das ist zuerst eine Tanzshow und dann ein Battle. Und in der Tanzshow haben sie so einen guten Platz belegt, dass sie halt in der Gesamtwertung den ersten Platz hatten, sodass sie dann im Erwachsenen-Battle gelandet sind und da haben sie dann den zweiten Platz belegt. Und da wollen wir dieses Jahr auch wieder darauf hinarbeiten, dass wir da hingehen. Das ist dieses Jahr leider nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, aber da werden wir schauen, dass wir das schaffen, uns dazu qualifizieren und dann eben sozusagen beim Weltfinale in Frankreich mitmachen zu können. Ja, das klingt doch wirklich schon nach einer super Sache. Dann danke dir auf jeden Fall für die Einblicke, die du uns hier gewährt hast in die Welt der rotierenden Beine. ja, und natürlich danke. Weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt Break Grenzen. Danke. Dankeschön, dass du da warst. Ja, nach so viel Action kommen wir nun zu einem etwas entspannteren Thema. Ich muss gestehen, ich bin auch eher so der Typ, der so 1-2 Kaffee trinkt, um fit zu werden. Aber heutzutage, da trinkt man nicht einfach nur Kaffee. Es gibt Dutzende Möglichkeiten, diesen zuzubereiten und noch mehr Zutaten, die man hinzufügen kann, um den Kaffeegenuss der Extraklasse zu bekommen. Da wirklich niemand mehr durchsteigt, ist ein Team von uns losgegangen und hat sich da mal schlau gemacht. Fast jeder trinkt gerne mal einen guten Kaffee. Aber was genau macht eigentlich einen guten Kaffee aus? Um das zu erfahren, haben wir Christian Kühn in seiner eigenen Kaffeebar auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni besucht und ihm ein paar Fragen gestellt. Ich arbeite schon jetzt 14 Jahre als Barista, Gastronomie seit Ende der 90er Jahre, seit 98. Und da kam das ja am Anfang mit der Bezug zu den Kunden erstmal. Ne? Und als ich dann später halt als Barista anfing zu arbeiten, 2004 war das, hier wie gesagt auf dem Campus, da habe ich gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht. Das Herzstück eines guten Kaffees sind die richtigen Bohnen.
Im Gespräch erzählt uns der erfahrene Barista, welche Mischung er selbst bevorzugt. Die zwei Hauptkaffeearten, die wir eigentlich kennen, ist halt die Arabica-Bohne und die Robusta-Bohne. Und wir nutzen hier für unsere Kaffeemischung halt 80% Arabica und 20% Robusta-Bohnen. Das ist halt eine typische italienische Mischung. Aber nicht nur die Bohnen sind wichtig. Auch bei der Auswahl der Milch gibt es einiges zu beachten. Am besten halt frische Milch, keine haltbare Milch, weil der optimale Geschmack ist halt, wenn man frische Milch benutzt und komplett beim Aufschäumen, dass man darauf achtet, dass die komplett kalt ist. Und je fettiger, desto besser. Es muss jedoch noch einiges passieren, damit es am Ende so aussehen kann. Wir arbeiten hier mit dem Halbautomaten. Wir machen einmal frisch. Einmal kurz das Sieb ausschlagen. Und das doppelte Sieb, von daher ziehe ich zweimal hier an dieser Mühle. Da fallen immer automatisch 7 Gramm Kaffeemehl in das Sieb. Und dann drückt man einmal, lässt man das Wasser hier ab, bis dieses Brodeln verschwindet, bis es ruhig läuft. Was wir gerade einen gemacht haben, ist es nicht so lange erforderlich, dass man das machen muss. Und wenn das dann ruhig läuft, dann hat man ungefähr eine Brühtemperatur von 90 Grad. Und dann spanne ich halt das Sieb ein. Ja, dann nehme ich halt eine Espresso-Tasse. Und es ist halt alles programmiert. Zurzeit läuft seine Bar gut, aber auch für die Zukunft hat Christian ein paar Pläne. Klar wäre das super, eine zweite Kaffeebar oder eine dritte Kaffeebar zu betreiben. Natürlich hier das ist die Qualität aufrechtzuerhalten und das Latte Art Gießen, die Milchschaumtechniken weiter zu vertiefen. Dank unseres Besuchs in der Kaffeebar wissen wir nun also, wie man einen guten Kaffee zubereiten kann. Und darüber hinaus auch, wo man einen guten Kaffee trinken kann. Ja, das war tatsächlich schon der letzte Beitrag unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, ihr habt genauso viel gelernt wie wir. Und falls ihr einen Kommentar oder ein Feedback für uns dalassen wollt, dann besucht doch einfach unsere 39 Grad das Magazin Facebook-Seite und schreibt uns da. Und dort findet ihr auch alle weiteren Informationen zu neuen Sendungen oder Ähnlichem. Genau, und in dieser Konstellation werden wir uns auch tatsächlich nicht mehr wiedersehen. Wirklich schade, denn uns als Redaktionsteam hat es echt viel Spaß gemacht, die Sendung zu gestalten. Und da spreche ich natürlich nicht nur für Kevin und mich, sondern auch für all die anderen Leute, die um uns herum einen super Job gemacht haben. Vielen Dank auch dafür. Ja, uns bleibt jetzt nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen und damit verabschieden wir uns auch schon heute von euch. Ja, macht's gut. Macht's gut und tschüss. Ne?